Gesamtsumme in der maximalen Höhe von 4.447.000 Euro für weitere Rückhaltmaßnahmen, die oben angeführt, auszulisten. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Danke, auch dieser Antrag ist einstimmig angenommen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10. Förderung von Kindergarten, Schul- und Sportveranstaltungen, Schulwochen, Sportwochen, Wienwochen, Bergwochen, Sprachreisen in der Höhe von 50 Euro einmal pro Jahr, Neubeschluss. Das hat dazu Unklarheiten in der Vergangenheit geführt, da manche das 30 Euro hat man betragen und die Umlandgemeinden haben eine Höhe von 50 Euro, da wollte man es einerseits anpassen, auf der anderen Seite war es so, dass es eben vorgekommen ist, dass manche für mehrere Veranstaltungen, manche für eine, der vorige Beschluss, den wir hatten, war da nicht ganz klar, sagen wir mal, der Aussage ist, es, kann ich das jetzt fünfmal im Jahr holen, wenn mein Kind irgendwo hinschickt, oder kann ich es einmal im Jahr holen. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten das in der Höhe erhöhen, aber für alle gleich machen, dass es wirklich einmal im Jahr gibt. Das ist der Kernersatz und die Kernaussage dieser Förderung. Und wir haben es, glaube ich, jetzt sehr detailliert formuliert. Und es wird auch. Ja? Gibt es eine Frage? Ja. Ich habe eine Frage. Könntest du eher da dazu geschrieben, dass man das Anzug auch gibt, aber für die Wocherkinder oder allgemein? Weil es gibt auch Kinder in Lieburg schon in Schulen, die was nicht in Lieburg wohnen. Ja, aber es steht nicht auf den Schreiben drauf. Also in der Unterlage steht Name, Anschrift. Da steht Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Lieburg. Aber du meinst, es steht am Formular? Am Formular steht es. Am Formular steht es nicht. Okay, ja, na, so klar ist es, wenn ich das ja, in der Schule. Wir schauen, gell? Wir aber haben ja. Wir haben ja oder was, weil das ist für uns in der Vorprüfung sowieso dann schon. Also, wir prüfen also wieder mit einem Punkt. Sonst kann man den Antrag noch nicht stellen, gell? Na, aber es steht auf dem Zettel ja, nicht ob und das war eigentlich. Die ganzen Voraussetzungen, was da jetzt in Antrag einfließen, steht nicht mehr alles. Nur für die Woche. Ja, nur für die Woche, das können wir ja dann. Aber beim nächsten Tag war das die Situation. Ja, wir haben es für uns so beschlossen, wir werden es am Antrag dann noch irgendwo. Bitte. Na, weil dann. Ich meine, beim nächsten Punkt steht es nämlich wieder oben. Okay. Lieburger Kinder. Ja. Und da steht es eben nicht oben. Okay. Das werden wir adaptieren, das ist nicht mehr. Das werden wir adaptieren, das ist noch nicht okay. Gut. Danke. Das ist vielleicht nur ein Druckfehler. Ja. Danke. Ja. Okay. Ja. Ist das rückwirkend für das Jahr oder erst ab jetzt, also ab morgen sozusagen? Ab dem Schluss oder ja. Ab? Ja, das wäre jetzt an einem April auf Schulen, wo wir noch die 30 Euro. Ja, der Beschluss gibt die einfach jetzt. Ja, das eingenommen, das fürs Jahr 2016 rückwirkend. Und auch am 1.1.2016 rückwirkend. Sie sind aber die 30 schon gekriegt, hat im April. Ja, das ist ja das, dass die 30 schon gekriegt hat, dann hast du ja gekriegt. Wo bleibt denn da der Sparsinn? Ja, der Spargedanke ist, dass es nur mehr einmal kriegt. Gibt es eine nähere, kannst du vielleicht, hast du das dort liegen, könntest du das vorlesen? Es steht da drinnen, Hauptwohnsitz Lieburg. Achso, ja, ist ja schon. Genau. Zur Förderung von Ski- und Ski, Sportkursen etc. haben wir das letzte Mal am 23.01.2012 den Gemeinderatsbeschluss befasst. Also da die Kriterien. Höhe der Forderung 50 Euro. Förderung kann bis zum 19. Lebensjahr in Anspruch genommen werden. Gefördert sollen Skikurse, Schulwochen, Sportwochen, Wienwochen, Ferienwochen. Klammer, keine privaten Urlaube und Sprachreisen werden. Die Förderung kann, egal für welche Art von Veranstaltung, nur noch einmal pro Jahr Person in Anspruch genommen werden. Voraussetzung ist die Vorlage der Bestätigung über die Teilnahme und der Kosten. Es muss sich um eine mehrtägige Veranstaltung handeln. Der Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Lieburg. Die Förderung wird auf das Bankkonto überwiesen und nicht bar ausgezahlt. Das ist nämlich für unsere Überprüfbarkeit wichtig, weil dann sehen wir genau, wer uns schon kriegt oder nicht. Das ist gut. Mehrtägigkeit. Das heißt zwei Tage mindestens. Wir haben gerade drei Tage, also Minimum drei Tage. Ja, kann ich dann auch noch machen. Es geht um Übernachtung, damit ich nicht einen Tag in das Wasser bin. Zumindest zwei Tage. Genau. Ja, muss es Übernachtung sein? Sonst ist es ja nicht mehr Ding. Weil wenn jetzt ein Fußballcamper was hat. Übernachtung muss es nicht sein. Ja, mehrtägig. Ja, genau. Deswegen heißt es ja mehrtägig. Mehrtägig? Wenn der am Abend heimkommt, wenn der Nachbar dazwischen. Und übernachtet. Passt, kann sein, ist wurscht. Genau. Ja, genau. Das war nämlich immer der Knackpunkt. Genau, ja. Wenn jetzt keine Wienwoche macht, sondern so eine Saarbrücken machen. Das ist eh Schulwoche, ja. Das steht ja. Wir
Sie müssen halt nach Wien fahren, ich kann nur. Ja, also wir ändern das Wort Wienwochen in Wienwochen sind ja Schulwoche. Schulwoche, okay. Schulandwoche steht auf Wien. Schulandwoche steht auf Wien. Schulwochen. Jetzt wird uns geändert in Schulwoche. Ja, die Alterseinschränkung 19. des Lebensjahres. Ja. Ist das ein Recht, das alten Tag? Na, das liegt daran, dass wir sagen, mit 18, im 18. Lebensjahr kommen die meisten die Schule fertig und mit 19. Würde dann eigentlich fertig sein. Es gibt aber sicher Fälle, die nicht fertig sind. Familienbeihilfe vom Finanzamt ist ja eine Regelung, die man nehmen kann. Und das geht noch an 26. Ja, mit 26. Und der fährt sicher nicht mehr auf der Schule. Da werden da die 50 Euro. Das ist jetzt Vorträge für die Kinder sein. Wir machen eine Sprachreise. Nein. Aber je älter die Kinder werden, desto teurer ist es noch einmal. Und wenn einer also dann, sagen wir mal, studiert oder eine weiterführende Schule noch einmal in Anspruch nimmt, dann braucht er das Alltag. Naturerweise. Ja, wo ist euer Vorschlag? Ich nehme an, ihr werdet es besprochen im Ausschuss, oder? Wenn man die Kinder in den Schulausschuss. Das war nicht vom Ausschuss, das war nicht vom Ausschuss, das war nicht vom Ausschuss. Ja, aber das wäre nicht auch im Ausschuss besprochen, damit man nicht in der Gemeinde das ist. Wir haben das angeglichen, genauso wie es in der Nachbargemeinde ist, damit man eigentlich da nicht, weil das ist ja doch die nähere Bekanntschaft. Das ist das, wo sich die Leute vergleichen. Ich glaube, das ist jetzt ein dritter Beschluss über diese Förderung, die wir machen in den letzten 10 Jahren. Aber das ist jetzt wirklich mühselig. Aber im Kopf ist es jetzt wieder ein bisschen klarer. Vielleicht fahren wir noch ein viertes Mal, damit es dann ganz klar ist. Könnt ihr damit leben in der vorliegenden Form? Dann stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge diese neue Förderkriterien ab sofort beschließen und gleichzeitig den Gemeinderatsbeschluss vom 23.01.2012, Tagesordnungspunkt 12, aufheben. Wer damit einverstanden ist, bitte ich über Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe. Enthaltungen. Danke, der Antrag ist einstimmig angenommen und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11. Der Förderung von Saison- und Wahlstrafenbewegungen an Kinder und Jugendliche bis zum 19. Lebensjahr. Da haben wir allerdings auf Nachfrage. Straßgang haben wir noch dazu genommen, weil das ein Ansinnen war, dass doch vielleicht Kinder auf dem Heimweg, wenn sie nicht ganz die Schule besuchen, das auch in Anspruch nehmen. Das heißt, 50% der Saisonkarte, die Förderung kann bis zum 19. Lebensjahr in Anspruch genommen werden. Gefördert sollen ausschließlich Saisonbadekarten der Freibäder Schwarzen, Copacabana, Ligis, Steins, Straßgang und Bernbach werden. Die Forderung kann nur einmal pro Jahr an Person in Anspruch genommen werden. Voraussetzung ist die Vorlage der Kosten, Klammerrechnung und der Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Rio. Die Förderung wird auf dem Bankkonto überwiesen und nicht bar ausgezahlt. Und für uns drei. Ich weiß, ich glaube, da haben wir 500 Euro immer budgetiert, aber da waren wirklich mager, die Nachbarn. Wer damit ist, wer damit in der vorliegenden Form, stelle ich den Antrag gefördert. Ja, das ist schon bis Steins Fernkoch aufgelegt, so ist Frauenbollen dabei. Wie ist Leiden jetzt aber dazu? Steins? Ah, Fernkoch ist aber schon, glaube ich, auch mit Frauenbollen. Also im Fernkoch ist es nicht einfach mal früher vorstellen. Warum nicht? Fällt dir das Wort nicht? Warum nicht? Ach, also. Gut, gibt es noch andere, wenn du mal ein Bad weglassen oder ein Bad dazu nehmen? Irgendwer ist da schon ziemlich, ich glaube, das ist ein bisschen. Das ist interessant, aber ich bin einfach. Läuft uns näher. Läuft es da. Da streicht die noch eher drauf, über die Ausdruck welches mit diskutieren wir über drei Quoten im Jahr? Ja, also. Okay. Ja, was? Jetzt war es. Ja, geht wenn man das Zeit verliert, glaube ich. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge diese neuen Förderkriterien ab sofort beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte überzeugt um Zustimmung.
Enthaltungen, Gegenstimmen. Danke, der Antrag ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum Punkt 12, das ist ein informativer Punkt, da gibt es eine Abstimmung. Es geht darum, dass die durch die Gemeindezusammenlegungen hat sich die Ortsklassenberechnung verändert und es haben sich, wir wurden heruntergestuft von der Ortsgruppenklasse C in D. Dadurch ist der Tourismusverband nicht mehr aufrechtzuerhalten. Wir haben die Mitglieder informiert, es gab positive Reaktionen über die Auflösung, aber keine negativen. Somit wird mit Ende des Jahres, also heuer wird noch einmal der Tourismusverbandsbetrag eingenommen, bitte vor dem Verfolger. Heuer muss er noch einmal eingenommen werden, weil das heißt die Auflösung mit Jahresende ist. Und wir werden aber dafür Sorge tragen, dass dass ja die Projekte, die sie jetzt machen, noch umgesetzt werden. Da arbeiten wir intensiv daran, dass wir fertig werden, dass noch die Picknickplätze und Einkaufssachen fertiggestellt werden können und das Geld im Anschluss auch im weitesten Sinne für touristische Zwecke dann verwendet wird, beziehungsweise das können wir dann in der Budgetierung sehen, weil ja am Jahresende erst wie viel Geld überbleibt, das dann der Gemeinde zu ist. Genau. Auch die Infrastruktur, auch die Portale und so weiter, das ist dann was die Gemeinde übernimmt. Der Tourismusverband hat die Weltkursus einem ähnlichen Zweck widmet oder ja, zumindest wieder die Geschäftstreibenden wieder zugute kommen. Ja. Gibt es noch Fragen? Den Liebhochtaler möchte ich eigentlich gern mit der Gemeinde, von Gemeinde aus weiterführen, wenn wir dann im Herbst in einer Sitzung noch beschließen, hoffentlich. Also von mir aus wäre es schön, weil ich habe es auch sehr gut eingeführt. Das ist auch schön. Dann hast du die Buchertaler. Gibt es noch weitere Anmerkungen? Dankeschön. Willkommen zum Tagesordnungspunkt 13, Petition an den Bundesgesetzgeber bezüglich Verhandlungen über das Freihandelsabkommen. Antrag der Grünen. Ja, darf der Hebel bitten und dafür zu sprechen. Also namens der Grünen frage ich der Gemeinderat, wollte beschließen, an den Bundesgesetzgeber heranzutreten und von diesem einzufordern. Das ist ganz üblich. Ich glaube, ich mache auch eins. Gehen wir jetzt bei Punkt 1. Auf europäischer Ebene ihren Einfluss auf allen Ebenen dahingehend geltend zu machen, dass das Europäische Parlament laufend über den Fortgang der Verhandlungen, das ist ja auch geheim, über die geplanten Freihandelsabkommen informiert wird und Zugang zu allen Verhandlungstexten erhält. B. Arbeitsrechtliche Normen und gesetzliche Standards für Produktsicherheit sowie für den Verbraucher, die Gesundheit, den Umwelt und den Datenschutz nicht gesenkt werden. Und das C, das Investor State Dispute Settlement, das ist ISDS. Das heißt, ein Staat, der investiert hat, also ein Investor, der in einen Staat investiert hat, kann ein Verfahren anstoßen, aus bestimmten Gründen. Und zwar, dass die Entschädigung von Investoren für einen behaupteten Verdienstentgang durch gesetzliche Standards erleichtern würde, dass das nicht in einen Freihandelsvertrag aufgenommen wird. Und zweitens, sich gegen den Abschluss eines der genannten Freihandelsabkommen auszusprechen, falls eine dieser drei Bedingungen nicht oder nur ungenügend erfüllt wird. Dankeschön. Ich habe den Antrag von der EWI gehört. Gibt es dazu Anmerkungen, Fragen oder können wir abstimmen? Ja, hat er noch etwas, oder? Gibt es Fragen? Ja, gut, okay. Ja, wollte ich noch. Das ist jetzt schon abgeschlossen, was die Zehnte. Das zählt ja schon mit Kanada, stimmt. Also wer damit einverstanden ist, dass wir diese Petition an den Bundesgesetzgeber beschließen, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimme, Enthaltungen. Der Antrag ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 14, Bericht des Prüfungsausschusses. Der Prüfungsausschuss hat es eine Anfrage gegeben, die gelautet hat 1a.
zunächst 709, Gemeinderat Hundeverwaltung der Teich bei der Hundewiese, dieser gehört bei den Repressionsgefängnissen. Die Antwort dazu ist jetzt beides. Zu Tagesordnungspunkt 15. Das ist der Erweiterungstagesordnungspunkt und der letzte im öffentlichen Teil, der Bereich Bahnübergang Kleinachstraße. Im Zuge der Sanierung und des Ausbaus des Bahnübergangs Kleinachstraße ergab sich die Notwendigkeit, den Fahrkörper